Schick. Oh, das Haus kenne ich, glaube ich, noch. Das kenne ich wieder. Wenn sich neu gebaut ist. Also mich spricht es jetzt nicht an, also. Ein guter Tag, der sich von den Highwaymen fernhält. Der Kamin sieht aber schön aus. Was will der denn da oben von mir? Also, können wir jetzt schon machen? Zusammen? Nee, noch nicht. John Seed. Ach, was? John Seed? Ja, hier oben habe ich, was genommen und du kannst die alte Fotos von Hope Country in deinem Inventarmenü ansehen. Die Treppen hoch. Wo ist mein Inventar? I. Ach, dieses blaue Ding. Ja, genau. Expedition, Nebenmission. Du hast eine Kiste mit Tracys Laders alten Fotos von Hope Country gefunden. In der alle fotografieren in Hope Country. 09. Genau. Ja, schon die erste Nebenquest, nice. Wo kann ich jetzt die Fotos angucken? Ich bin auch gerade am gucken, um ehrlich zu sein. Verfolgen? Ich habe ja noch keine gefunden, kann das sein? Nee. Ja, wo hast du noch was mit Joseph Seed gesehen? Nee, das stand dann da links alles da einfach, als ich es aufgesammelt habe. Nee, als wenn du was aufsammelst, dann steht da so ganz kurz, wie zum Beispiel Munition aufgesammelt, das stand da so. Ich weiß, was du meinst. Da stand das ganz kurz, so jetzt rede ich mal mit der Alten hier. Das ist das. Zu Hause. Ja. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du. Ich kann meine Kamera bewegen, während wir am Quatschen sind. Dann kämpfe ich an deiner Seite. Also ich will aber schon wieder hin. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nenne. Captain der Wachmannschaft klingt mir so förmlich. Nö. Hör mal, du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Wenn sie mich ansprechen, heißt es Captain. Verstanden? Du solltest mit Mom reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. Oh. Wenn Carmina eine Zukunft haben soll, müssen wir Prosperity aufbauen. Aberstäbe. Ja, Aberstäbe. Leute, die nicht den Kollaps durchgemacht Wechsle haben. Wechsle deine Kleider. Nicht. Okay. Kann ich jetzt einfach die. Ach, Avatar-Anpassung. Oder will die erst mit mir quatschen? Nee. Je guckt auf die taktische Karte und plant den nächsten Frontmarsch. Warte, ich muss erstmal die Pferde wechseln. Ja. We need more Ethanol. Oh mein Gott, sieht cool aus. Ah, okay, dann kann ich jetzt auch hier Avatar anpassen. Das klingt einfach so ernst, bitte triff Entscheidungen. Ja. Hier stimmt Daniel. Nein. Richtig cool. Warum kann man keine Brille ansehen, sobald man einen Hut hat? Weißt du, das ist wieder so etwas vom User, was ich nicht verstehe. Ach, das sind fertige Outfits, okay. Ja. Oh ja, ein geiler Bart noch. Yeah. So, was haben wir denn hier? Oh, es gibt einen Fedora, den nehme ich. Den habe ich auch. Hohoho. Man muss ja auch ein bisschen professionell wirken, ne? Ja, genau. Ja, wie kann das sein, weißt du? An Haare haben wir hier nix. Weißt du? Nix. Und dann 1050 Bärte. Toll, jetzt muss ich mich hier entscheiden, ne? Ich kein Pony dabei, ist ja mal wieder echt. Könnte mal gewaschen werden, aber es geht noch. Ja, okay. Dann nehmen wir das mal. Ja. Mal hier. Ein Bart. Klar, ein Bart. So ein Vollbart. Klar. Kotelett. Sieht doch dämlich aus. Also die nukleare Auslöschung hat also sowas hervorgebracht. Ich verstehe. Ja, bestätigen. Zack. Ranger Kadurete. Ach, du musst mit mir reden. Sicher, dass du das musst? Mein Name ist Kim. Oder jetzt? Man könnte sagen, dass ich die Leitung habe. Kim. Ich weiß, du hast schon eine Menge durchgemacht, Captain. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Vergangenheit. Du kannst mir nichts vormachen. Ich weiß, wer du bist, aber du weißt es nicht mehr. Hallo, sie kennen mich zwar nicht, aber ich kenne sie. Wir wollten zusammenarbeiten, um was anzubauen und was aufzubauen. Wir wollten uns gegen die Zwillinge zur Wehr setzen. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Ja, der gut geklappt. Also, ich finde immer geil, wie die sich bewegt und die Kamera immer nachjustiert. Ich zeig dir mal, wie alles funktioniert. So dass der Kopf immer im zentralen Punkt hängt. Das ist Prosperity. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Müssen wir? Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren. Waffen ist ganz oben. Waffen. Ihr könnt mich alle mal Waffen ist ganz oben.
Wer braucht schon Essen, wenn man Waffen hat? Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Auf der Karte siehst du die Highwaymen-Außenposten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. Ethanol? Ach, kann hier kannst du Fachleute finden. Menschen mit Fachwissen. Ich will irgendwas sehen, was mir im Flashback gibt. Ja. Und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Grace Armstrong, sei Steel Armstrong. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut, dann retten wir jetzt Rush. Oh, es wäre cool, wenn irgendwo noch so ein Stück von dieser Statue stehen würde, die wir zerstört haben. Oh ja, weiß doch, die Statue, die wir zerstört haben. Nur mal, irgendwas machen, oder nicht? Ich probiere das einfach mal aus. Wenn ich jetzt auf die Statue schieße. Oh, ich kann die Luft sprengen! Das ist geil, lass uns draufballern! Ja. Cool, der Rest davon stehen würde. Um dir auch zu helfen. Stimmt, die Statue wieder eingerissen haben, ja. Ach, Koop verfügbar, jetzt geht's. Aha. Ja, aber ich bin noch in zum. Dank dir können wir Prosperity genauso Ding aufbauen, wie wir es geplant haben. Wie gesagt, halt postapokalyptische Welt. Oh, hallo. What the fuck? Weißt du, an wen du mich gerade erinnerst? Diesen Typen aus Baris von Raris mit diesem Bärtchen. Genau. Ja, das ist ein sehr schönes Schmuckstück. Ja, ich bin mal gespannt, was die Händler dafür bieten werden. Ich bin gespannt, was der Experte dazu sagt, welche Expertise er abgeben wird. Oder kann ich das Händlerkärtchen dafür an? Hören Sie mal, darf ich mal Ihren Bart anfassen? Er scheint mir sehr gepflegt zu sein, du. Aber jetzt fahren die einfach Quatsch ohne uns hier. Ja. Machi, machi. Diese Geräuschkulisse. Was ist das erste Hilfe-Munitionsset geben? Wow. Meins. Boah. So, ja. Das ist jetzt unsere Hut, ne? Ja, wir sind jetzt hier und leben auf eure Kosten. Garage? Ne, wo sind Waffen? Öffnen. Da, Waffen. Waffen. Öffnen. Ich habe Fahrzeuge herstellen als Waffen. Also sehr schöne Baseballschläger. Genau, es interessiert mich, was für Waffen gibt es denn jetzt hier so? Stufe 1, ja. Stufe 2. Ah, hier ist dieser eine Schaufel. Ach, den kann ich sogar ausrüsten. Ah. Ja, die Schaufel, die haben wir. Ja, die Schaufel. Weißt du noch aus Far Cry 5, die man werfen konnte? Ja. Oh, guck mal hier, eine MP40. Ja, aber nur in grün. Oh, eine Vector. Kann ich auch ausrüsten, ja. Ne? Machen wir das. Wo sind Waffen überhaupt? Ja, hier bei uns hier. Ich habe Röntgenblick, die Sichtstufe. Wand. Sündenfresser. Falsch gelaufen. Jawohl. Level 1 und schon blaue Waffen hier, perfekt. Easy. Imposier, ne? Oh, gibt ja wieder eine Menge Waffen, ne? Ja. Selbstgebaute Schleuder. Wie kann eine selbstgebaute Schleuder tödlicher sein als ein M60? Ah, das sind die alten Waffen, die verrosteten Dinger aus. Ja. Aus Far Cry 5 quasi, ne? Ja, genau. Ja, die Schaufel, geil. Täuscht euch ein Baseballschläger aus. Ja. Yeah. Ja, mit dem Küchenmesser vorne dran. Sündenfresser. Optimierte 1887er. Oh Mann. Ich kann nur zwei Waffen mitnehmen im Moment. Was? Ja, Pistole und, ne? Ah. Den müssen wir wahrscheinlich wieder verbessern. Ja, genau. MG, Gebumbum. Flammenwerfer. Oh, legendäre Waffen. Jetzt wird's interessant. Schaufel, ja. Nagel, Elite. Schaufel, Realität, Elite. Nicht planlos. Oh, das ist eine Luger. Desert Eagle. Oh, Blood Dragon, AIM 9. Vielleicht kennst du die. Wo ist die? So eine,
Ja, bei Elite. So eine rote Pistole ist ja, das. Ja. Die kennt Pascal. Die kennt er. Die kenne ich. Hab ich gespielt, das Spiel. Hab ich gespielt, das kenne ich. Mhm. Alles möglich. Ich finde auch diese Mülltütenschalter einfach geil. Ja. Großes Werkzeug, strahlendes Pink. Rohrlänge, Space Force, Gorilla, Donner Lich und MG42. Ja, hab ich gerade auch gesehen. Da wird sich alle freuen. Ja! Guck mal, ein Einhornflammenwerfer. Ja. Dass Oliver jetzt nicht da ist. Da haben wir auf jeden Fall noch was zu erleben. Ja. So, wir sind jetzt schon viel zu OP für dieses Game. Ich habe die Vektor mit anstatt den Sägeblatt-Ding. Ja, habe ich auch. So, was für Fahrzeuge haben wir denn hier? Ja, hier sind wieder die Dinger aus dem Fünferteil quasi. Leicht geändert. Traktor. Basistraktor. Du musst mit Stoßdämpfer bauen, klar. Federbein hier. Blauplan-Buggy. Aha. Der Velocitraktor. Velocitraktor. Ja. Anstatt Velociraptor, Velocitraktor. Oh, es gibt einen Helikopter. Okay. Mhm, noch ein Helikopter. Oh, hier. Coupé Blood Dragon. Das wäre wieder was für dich. Wo? Hier bei den Autos. Über welcher Stufe? Elite, wie immer. Yep, den will ich gefahren. So, dann. Dann würde ich sagen, mein bares Ferraris, werden wir in diese offene Welt mal hinaussteigen. Ich denke, wir müssen diese drei Typen wiederholen, diesen Waschner. Ja. Öffnet das Tor! Jawohl. So, Pascal, dann ab in die Schubkarre mit dir, wir fahren los. Alter, dieser Sound, ey. Ah, als würdest du Fleisch rausreißen. Ja. Müssen wir jetzt echt laufen? Wir können uns doch bestimmt ein Auto bestellen. Saufen? Ja, kein Auto vor sein. Ja, aber hier. Hier können wir sich Autos bestellen, wenn man welche hätte. Ah, scheiße, wir haben keine Materialien. Eins. Doch, ich hab eins. Welches? Das blaue Pausenauto. Ja, aber... Oh. Oh Gott, guck mal. Yeah. Ich war. Ja, war du. Mach mir Punkt. Gott, ist das laut. Hier, mach mal Bean. Oh lol, mit Handbremse fährt der. Hier, Bean. Jawohl. Gott, diese ganze Knöpfe ist das. Oh, ist das laut. Mal schon mal leiser machen. Oh, ich kann nicht was ist das denn für ein Sch. Ich hab keine befestigten Straßen. Scheiße, ja. Dann müssen wir halt etwas lauter reden! Also Hauptquanti kann ich bis jetzt nicht wieder, gell? Nee. Bis jetzt noch nichts. Rauslehnen. Ich weiß es nicht. Ah? Oh. Wilder Hund. Ein wilder Hund? Da hinten läuft er. Ein wilder Hund? Schnamm dir! Tötet ihn! Der Typ vom Bares Ferrari! Das ist kein Hund, das ist ein... Mach da mal ein Schiegewehr aus! Das ist aus meiner Kollektion! Sag mal! Ich will abhauen! Schöne Vogel! Hä? Wird die spawnen. Berichten zufolge haben die Leute, die Leichen plündern. Das sind Feiglinge, die beim ersten Anzeichen von Ärger wegrennen. Der Drecksack. Wenn du welche siehst, mach sie kalt und nimm dir ihre Rucksäcke. Da wird viel drin sein, was du brauchen kannst. Ist viel drin. Zurück! Wir warten jetzt. Hinher. Oh Mann. Das sah gerade aus, weil ich mit dem Bärchen wahres Vibrator macht, möchte ich mir aus. Ich möchte ihre Angebote, ihren Rucksack sehen. Kommen Sie sofort zurück. Ach Mann. Halte alle gefangenen Transporter auf, die du siehst. Boah, aber die Atmosphäre sieht ja schon mega aus. Oh, ist da was in der Scheune? Du musst Geisel befreien.
Du musst Geisel befreien, ohne mich. Ja. Oh. Hallo. Wir können mit dir reden. Ach, auf 6 ist die Nahkampfwaffe. Was ist das denn? Ein Vorteilspunkt. Ah. Wo ist der denn? Wie macht man die? Ich guck mal Inventar. Ach, Inventar. Unter Vorteile bestimmt, ne? Ah, hier haben wir ja unseren Kram wieder. I, und dann auch Vorteile. Oh, hier haben wir schon. Schwer bewaffnet. Trage eine vierte Waffe. Gut bewaffnet. Ach, ich habe nur einen Fähigkeitspunkt. Ja. Dann müssen wir mehr machen. Aber Wingsuit kann man auch machen. Hä? Oh. Huh? Wow, einfach die Spawn vor meiner Nase. Ich wollte mir gerade eine Schaufel entgegenwerfen. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Wow! Ja, die knallt! Oh, ja, ich schaue erstmal. Oh, hier liegt ein Flammenwerfer. Hallo! Frag, stell keine Fragen, akzeptier es einfach. Ja. Ja. Ah, Sound! Ich höre Gott, ich höre ja gar nichts hier! Verdammt, ist das laut! What the fuck? Stopp, wir hängen. Pascals Parkhülse sind da. Gott! Ja, genau, lass einfach. Nicht umgekippt. Lass einfach stehen. Wir laufen zu Fuß. Wir sind doch da, oder nicht? Ja, hier runter. So, was willst du denn hier machen? Terrasturm. Hier ist irgendein Bienen. Aua. Kann ich hier rein? Nee. Komponenten. Aha. Nimm alles mit! Boah. Schön Flugzeug. Pascal Airlines. Hallo. Warum hab ich denn Schaden bekommen? Gott, diese Scheißponne! Einfach gegendreht. Ey, fliegt's. Die Highwaymen haben überall im Land Gruppen und ab und zu unterstützen oh, sich ja die gegenseitig mit Vorratslieferungen. Loot-Drop. Wenn du ein Flugzeug siehst, gehört das wahrscheinlich ihnen. Es ist ein Wettlauf darum, wer die Lieferung zuerst für sich beansprucht. Warte. Und auch ein Kampf. Plündern. Oh Gott, was ist lang. Da kommen sie schon. Sag mal. Schaufel! 112 Komponenten! Schaufel! So. Wo ist jetzt hier dieser komische Bienen? Hier, Stoßdämpfer. Ne, ganz Federbein sogar. Ach, wir sind dran vorbeigelaufen. Ja. Ne, hier ist. Wo bist du denn? Bitterer Strom. Da waren wir doch was. Und das ist einfach nur so ein Lager, oder warum wird mir das jetzt so angezeigt? Ist das ein grüner Haken? Ich denke mal, das ist wendig. Also ist wahrscheinlich aber nur so ein Lager, ne? Ah, hier. Ja, bei mir ist da kein Haken dran, deswegen. Ne, bitte auch stumm, ist jetzt bei mir ein Haken dran. Du wirst wahrscheinlich irgendwo noch ein Teil übersehen, das wird einfach nur so ein Loot-Ding sein. Egal. Ich denke mal, wir müssen jetzt einfach Leute befreien, ne, die ihr eben gesagt hat. Ja, hier. Jetzt muss ich mit Bienen anfangen. Ja, der ist ja direkt hier neben. Wir sind einfach dran vorbeigefahren. Ich hab ein Schwein gehört. Na mal. So. Aber das Spiel sieht wirklich verdammt schön ja, aus. Ja, vor allem mit diesen ganzen pinken pinkliedernen Blumen hier. Ja. Hallo. Oh, wir haben ein Motorrad. Bean. Ist der Bean? Bean die Bohne. Komm, wir plündern erstmal. Oh, ja, klar, ich bin schon dabei. Gummistiefel!
Eigentlich müsste man mal die Notizen lesen, aber klar, oder? Dabei. Plündern und Brandschatzen. Was ist das überhaupt? Ja. Oh, coole Häuser, die gebaut haben, finde ich. Ja, ne? Wo ist jetzt der Affenarsch hier? Ach, da in dem Schuppen ist der. Warte. Ja, ich hab hier schon einen schönen. Ne? Hallo. Ja, die Couch hab ich umgeworfen. Hey, hallo, Mann. Ja, kann ich mit dir reden? Oh Gott, da war der andere Sportauspuff drunter, du. Anbremse. Egal ob Hauskosten, Agrarbeschlüsse oder neue Verbündete, wenn sie etwas Interessantes entdecken, markieren sie es auf deiner Karte. I remember. Good old days. Ja, wow, es war ein Schlag ins Gesicht. Deine Brille ist gesprungen, aber sonst bist du noch okay. So, talk with the sky. Mr. Bares von Rares. Ich brauche jemanden, der schnell rennen kann. Meine Knie sind kaputt. Wow. Ja, du musst mit dem reden. Du bist der Host. Ach ja, stimmt. Oh, Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibinia. Diese Macht kennt Pascal gar nicht. Vertrauens für Karten und Infos. Ah. Wikibinia, alles, was Wikibinia, du wissen. Aha. Das Problem ist, aha, lustig. Wikibinia ist in Gefahr. Aha. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten, Infos, einfach alles. Du hast eine Karte im Zimmer liegen. Mein Businessplan. Aber ich weiß nicht, Gall hat gut aufgepasst. Er lügt es an. Regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit sie ihm den nicht sofort abnehmen. Die sind nicht besonders nett oder respektvoll. Wo versteckst du dein Geld? Wo versteckst du dein Geld, verdammt nochmal? Sag es! So. Boah, ich mach... Mir auf den Arsch! Sorry, Gott. Barbares für Rares. Ich bin wieder im Arsch. Boah! Boah, ich finde das Geräusch geil mit dem Schlagen dabei, weißt du? Jetzt muss man noch so ein dumpfes Geräusch wie aus dem Keller. Ja komm, du musst doch mit dem Quatsch hier. Sonst können wir die Quest nicht annehmen. Ah, oh Gott. Ich hab was für die Memes, Pascal. Jetzt muss ich die Memes rein tun. Baris Mirage. Mir gefällt ihr Angebot gar nicht. Das wird sich für dich lohnen. Versprochen. Also, ja, dann red doch. Also, wie ich sagte. Wir verkloppen ihn, wenn er fertig ist, ja? Weg von dem Ort, wo er ja, okay, ich hab keine Schaufel mehr. Mit Sicherheit schnurstracks zu Scheiße. Und du weißt ja. Überlegt sie. Pascal. Und meine Lunge. Ich hab sich zu Beine gedreht. Einfach zu Beine gekommen. Auf der Flucht erschossen. Ich brauche echt Hilfe. Oh Mann, ey. Okay, red aus. Hier, Pascal. Hey, hi. Also, zurück zum Geschäft. Wie sind ich weit weg von dem Ort, wo er immer zockt? Wenn du ihn erschreckst, ja, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und du weißt ja, meine Knie... Und meine Lunge. Und die Augen. Naja, ich weiß. Bist du Oliver? Businessplan zurück. Wenn du mir jetzt den Rücken wäschst, wasch ich dir später dein. Großes das heißt Linie das heißt... Ehrenwort. Ach, Gott. Charging Battery. Das ist einfach klopft noch. Was ist denn ein Schrei? Und ein Tretgeräusch. Mach es für Krach. Das sieht da unter Baum aus. Jetzt willst du irgendeine Leiche vergraben. Mach es für Rat. Mach es für Rat. Die Angebot gefällt mir überhaupt nicht. Ich bekomme keine Händlerkarte. Keine Händlerkarte. So, wo ist vorhin? Scheiße, das ist ja jetzt hier. Moment, Da. Direkt hier oben Pech ist das. Rein, da. Ja. Wow, da hätte er auch laufen können. Ja, wir fahren. Alter, ist ja Flutauto. Hier, das Ding mal an hier. Ja, ja. Flutauto.
das andere Rückgrat. Gott, hör auf zu driften! Leck mir Orangi! Ah, so what? What the? Töten! Sniper! Rechts! Au! Da oben! Lana! Nochmal mit Geisel gefahren! Schaufel! Ist das schön, der Kunden? Was? Hier, verfolge ihn! Hund! Wo ist er? Da! Renn! Renn du mir hinterher, ich bin dann noch. Ja. Verfolge. Verfolgung ist im Gange. Rennt er halbnackt durch den Wald. Los, ich bestimmt... vom Missionsgebiet, warte, ich komm. Der infiziert sich bestimmt jetzt mit Malaria oder mit so einem Scheiße heißt, weißt du? Ja. Ebola, Malaria, Corona. Corona haben die eh alle schon gehabt. Sind schon mittlerweile immun. Nein, fuck. Bares Ferrari ist drin geblieben. Au. MP3-Player. Egal, hol ich ihn später. Gott, wie geil! Boah! Warum ist mir gerade? Und der schaut dich an! Warum ist mir gerade? Guck mal, jetzt steht er da, wie bestell ich abgeholt. Rennt da mit Socken hier rum. Da kommen wir auch ganz schön, das Ding. Alles Hallo. Ich kann alles. Doch, Chris, bring das rein. Die Zeit haben sich verändert. Ich hab mir mit Knie voll gegen Keeper gehauen hier, ey. So aus. Ich hole so viel Stoß. Guck mal, sieht aus wie Edwin, ne? Der rennt auch immer so rum. Okay, ja, ich hab meine Klamotten beim Kartenspielen verloren. Haha. Ha, ha. Ich hab ein Problem, okay? Ich wusste ja nicht, dass es so schlimm wird. Ich war einer von Beans Speern und ich dachte, wo die Highwaymen doch so viel herumkommen, wären sie eine gute Informationsquelle. Sie sagten, wir spielen darum. Und auf einmal hatte ich Beans ganzen Krempel verloren. Das Einzige, was ich denen noch anbieten konnte, waren meine Klamotten und Beans Businessplan. Der Plan ist in meinem Geheimverständnis... Das ist noch ein Bunker hinter dem Hügel. Ja, eben! Ich sehe raus. Ich zocke nie wieder. Genau. Wir fallen schnell hin. Ja. Eine Kiste! Opel Corsa! Los! Ob du schreien. Lass ihn liegen. Ja. Alles ist unterwegs. Baris Mirage ist unterwegs. Boah, Alter, diese Kiste. Der Opel Corsa, du. Die Handbremse kriegt. Oh Gott, ey. Wir fahren doch mal. Weißt du, wo die Handbremse da ist, Mann? Oh Gott. Ah, jetzt. Alter, ach, komm, ich glaub, es muss. Gott. Komm, wir kommen auf den Sneaky. Epische Musik. Beitritt. Nee. Ach, Betritt. Nicht Beitritt. Beitritt. Ich sehe große Zahnräder. Damit kann ich Sachen bauen. Wie, ich stelle mir vor. Wie, du warst so schön entdeckt. Also ich denke, wir wurden schon entdeckt. Nee, ich nicht. Oder die sind wieder irgendwo anderen hinterher. Ja, das kann raus. Du war gar keiner. Egal, ich nehme die ganzen Zahnräder mit. Ja. Hm, wenn hier keiner ist, dann kommen wir hier runter. Warte. Baris Ferraris. Wohin die Reise? Wir wollten noch Plunder. Oh. Plunder. Ach, hier sind die alle. Hey Cap, die Highwaymen zu bekämpfen. Jetzt sind wir entdeckt. Wenn du dich einer Übermacht gegenüber siehst, kannst du... Aua! Oh Gott, das ist ein Flammenwerfer. Du findest sie in Hope County. In dem Moment hört man Pascal schreien. Die Leute von Prosperity helfen dir so gut sie können. Wir werden dich nicht enttäuschen. Oh, hier brennen wieder alle. Ah, das liebe ich an Far Cry, ne? Ja. Yeah. Ich sag, wir sind viel zu stark in diesem Game. Alle kippen tot um. So auf dem Hügel. Hätsche. Von Yoga Palme?
Wenn ich einen indischen Toter, weiß ich nur warum. Oh, ich auch nicht. Ganz merkwürdig. Bestimmt ausgerutscht. Base Watch, ja, sehr schöne Marke, Base Watch Layer. Oh, ich hab einen. Hallo? Hallo? Ah, ich hab noch kann ich einen Vorteil, kann ich einen Safe öffnen? Wir haben bestimmt irgendeinen Vorteil dafür, oder? Nein, ja, nein. Ja, klar. Ich guck gerade, nein, V-Schaden. Kurzschuss, nein, Kletterhack, Schweißbrenner. Öffnet Safes. Ah, den nehme ich direkt. Zack. So, der zweite ist das. Schloss knacken. Ja, der kostet doch 3, der Schweißbrenner. Ein. Der zweite kostet 3 Punkte bei mir. Ich konnte mir den gerade überholen. Ja, fuck, wie? Ich habe jetzt noch einen Punkt übrig. Hä? Ich hab. Kannst du den nicht holen? Nein, ich hab nur einen verfügbaren Punkt. Nani? Fuck. Ich bin sprachlos. Keine Ahnung. Ich konnte mir jetzt gerade einfach holen. Ehrenlos? Ja. Ich kann. Nee, nee, ich hab nur nichts freigeschaltet. Okay. Hä? Why? Keine Ahnung. Okay, egal. Komisch. Ja. So, kommen wir hier wieder raus aus diesem Höllenloch? Das war so ein Pfefferversteck, ne? Ja, es war, glaube ich mal. Ich weiß nicht, ob wir da schon drin waren in der Vergangenheit. Stimmt. So, schnappen wir uns hier die Brag, ne? Ich war. Sitze tauschen. Wahres Ferraris. Ja, sehr gut. Ganz lässig mit einer Hand. Moment mal. Moment mal! Was haben wir denn da hinten? Da! Ein Feind auf der Flucht! Hol ihn dir! Er schwimmt! Er schwimmt! Oh. Schnamm dir! Schwarzbarisch! Oh Gott, der ist es schnell! Ich glaube, ich habe ihn gezündet. Ich sehe nichts, ich bin überall Rauch. Ah, hier liegt er. Wo bist du? Ja. Kommt Dina leer? Ja, das ist bei uns welche. Sorry. Oh, Scheiße! Kann sich die Feuermodi ändern? Ich hätte Berserker angelogen. Oh, was? Der Typ mit dem einen Loch im Socken liegt hier immer noch. Zack. Au. Hallo. Mach weg. Mach weg. Gut, der Nächste. Ah ne, der Verbündete. Ja. Ja, komm, renn mal rüber. Komm. Und die spawnt. Moment mal. Immer dieses Laufen, ja, ey. Ja, doch, hier mit V kannst du umstellen. V, den Feuermodi? V, ja. Vollautomatisch. Ich will da rein. Eintreten? Ja, eintreten! Wo? Nehmen. Alles nehmen. Safe knacken. Ja. Zack. So. Zack, zack. Panzertape. Hast du alles? Ja, ich auf jeden Fall. Da haben wir da hinten noch. Ich höre Bienen. Kann ich die Bienen anziehen? Ich hab die Bienen angezündet. Ich dachte, die werden mich jetzt totstechen, aber haben sie nicht. So.
Was machst du denn hier? Feuer. Ah! Ey, eine scheiß Schlange! Oh Gott. Was war hier, Brenz? Ja? Ja. Oh. Ja, öffentliche Verbrennung, kennst du doch. Ja. So, bares für rares. Ich wusste es. Ich würde ja klatschen vor Freude, aber Papa hat immer gesagt, das machen nur Babys und Clowns und ich bin beides nicht. Weißt du noch, wie ich sagte, ich war... Alles an diesem Satz war gelogen. Tja, ich mache jetzt meine Wikibinia-Hauptfiliale in Prosperity auf. Cool. Meine Späher sammeln Infos und ich krieg wieder neue Karten und, naja, du wirst schon sehen. Mit diesem Businessplan wird Wikibinia international. So international. Wie es früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Mhm. Wir sehen uns bald in Prosperity, ja? Ja, ja. Ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut. Bis bald. Ja, ja, bis bald. Oh Gott. So. Hechtsträhne abgeschlossen. Yeah. Ich wiederbelebe nur kurz, damit er nicht irgendwie heißt. Da ist es.